Ja, was geht ab, was geht ab, meine Freunde? Da seid ihr ja wieder hier bei Was geht ab? Ich komme gerade aus der Stadt und was ging da ab? Irgend so ein Filmfestival, wie auch immer. Und gewonnen habe ich natürlich auch. Ich glaube, das wisst ihr bereits, wenn ihr wirklich bei Was geht ab seid. Worum geht's denn heute? Heute wollte ich doch mal ein bisschen erklären, warum man so dämlich aussehen kann, wie ich jetzt. Eigentlich cool, so Ralph Lauren, Rolex und... Ja, man kann so aussehen, man kann anders aussehen. Es geht darum, dass wir den Fernsehsender gründen und dass wir weitermachen. Diese Woche war ich bei Köln TV, beim ZDF, in Düsseldorf apropos, was mich gewundert hat, dass es in Düsseldorf auch ZDF gibt. Aber ich dachte, das wäre in Mainz, wo die Mainzelmännchen sind, muss unbedingt so sein. Da seht ihr, wie wenig Ahnung ich davon habe. Aber das hat sich alles geändert. Ich bedanke mich nochmal für die vielen Zuschriften, die ihr gemacht habt und all die Inspirationen, die ihr mir gegeben habt für die Sendung, was laufen soll, wie es gehen soll. Wir haben auch schon den ein oder anderen Praktikanten gecastet und die ein oder andere Schauspielerin gesehen. Wir haben Regisseure gesehen, wir haben alle möglichen Leute gesehen. Wir haben auch die ersten Gäste eingeladen für die nächste Show. Unter anderem sind da im Gespräch Marco Roloff. Der kann so ziemlich was Facebook angeht, etwas machen, das euch dann auch mal angeht. Aber das erklärt er euch, wenn er mal hier ist. Der ist immer schwer beschäftigt von einer Firma zur anderen. Ja, was gibt's noch so? Heute könnten wir ein bisschen reden über Google. Wie ihr seht, sind gar nicht so viele Klicks da unten, weil wir diesmal die Statistiken angelassen haben und auf die normalen Mittel irgendwie verzichten, weil Facebook zu hypen und YouTube zu hypen, es ist eigentlich ganz einfach. Es ist auch einfach, Werbung zu machen, aber das hier muss alles real bleiben und ich brauche auch die Anrufe. Ich brauche eure Anrufe, ich brauche eure Kommentare und ich brauche euer Feedback, damit ich weiß, ob ich alles richtig mache. Wir waren diese Woche bei Köln TV, da gab es ein Interview, weil ich und mein Team einen Filmpreis gewonnen hat, den Köln Oscar, den Fädelspreis mit einem Film, der heißt Tiger Lily. Und da geht es um eine Beamtin, die gerettet wird und gleichzeitig die Gerettete fertig macht. Wie auch immer, ihr müsst euch das mal selber angucken. Hat bestimmt einer hochgeladen und runtergeladen. Ich weiß nicht, oder läuft auf irgendeinem Festival. Ich lade es auf jeden Fall nicht hoch. Mir ist das jetzt alles egal. Der Film ist für mich vorbei. Das Interview war sehr interessant. Und was ich für diese Sendung hier gesehen habe, was interessant war bei Köln TV, war, wie der Fernsehsender aufgebaut war. Genauso habe ich mir das vorgestellt. Hallo Konstantin, apropos ein Freund von mir, Konstantin Dumont. Ich war mal auf seinem Geburtstag. Er hat ein schönes Haus mit mehreren Häusern dran und so. Also ein toller Typ. Und der neben Dumont Verlag hat sich halt einen eigenen Sender unten reingebaut und der hat das ziemlich gut gemacht. Es ist ziemlich modern und das ist genau das, was wir hier gewusst haben, dass die Zeiten sich geändert haben. Und viele jüngere Kollegen von mir haben mich auch angerufen und mir gesagt, klar, ist möglich. Man braucht eine ganz andere Art von Infrastruktur. Du brauchst drei digitale Kameras um dich rum, du brauchst das. Aber apropos das. Erfolgsrezept war schwierig. Also, ich glaube, was wirklich aus Leidenschaft machen, das ist so sehr wichtig. Also eben nicht, wie es vielleicht manche heutzutage machen, wegen dem Geldanfang, sondern eben wegen dem Traumanfang. Und dann ist ganz wichtig, wirklich dranbleiben, sich nicht von irgendwelchen Rückschlägen entmutigen lassen, weil es geht immer. Es geht hoch und runter. Und gerade wenn es runter geht, das ist die Phase, in der man sehr viel lernt. So, und das muss man dann benutzen, um irgendwann wieder durchzustarten. Ich denke, für heute erkläre ich euch einfach mal, wie es dann bei YouTube so geht. Ihr kriegt dann irgendwann hier aus Kalifornien einen Brief von Google. Ich halte den mal richtig ran, damit ihr den seht. So. Und wenn ihr den habt, mit eurer Anschrift, mit eurem Namen, kriegt ihr eine ID. Eine PIN-Nummer, die zeige ich euch jetzt nicht, weil dann geht ihr in meinen Account und dann ladet ihr das Geld bei euch runter, bei mir runter, bei euch drauf. Hallo meine Guten. Das machen wir jetzt nicht. Das braucht man eigentlich für diese Klicks, die ihr immer seht, da unten 100 Klicks, 100 Klicks. Und es ist aber eigentlich Quatsch, es gibt diese reichen Leute nicht. Der Reicheste oder die Reicheste sind vielleicht Rihanna, Justin Bieber und all diese Leute, die vielleicht 1.000 bis zu 2.000 Euro am Tag verdienen können. Aber nicht vergessen, die sind in Los Angeles, in Hollywood und ihr Budget beträgt auch Millionen. Und da sind 2.000 Euro nicht bemerkbar. Das ist eher ein Werbeeffekt, den die dadurch haben.
Ja, was brauchen wir noch? Dann brauchen wir noch Freunde hier bei einem Sender wie RTL, die euch grüßen und sagen, ist alles gut, obwohl ihr sagt, RTL ist ein Scheißsender, das sind alles Schleimer. Das ist auch eine gute Sache. Und natürlich braucht ihr dann langsam Equipment und eigene Kleidung. Ihr braucht Praktikanten, ihr braucht Leute, ihr braucht Telefone, ihr braucht was Gutes zum Anziehen, was Schlechtes zum Anziehen. Ja, so ist das. Aber ich denke, das ist wieder für heute genug, weil ich kann euch noch sagen, was noch passiert ist. Es ist so viel passiert, dass ich eigentlich gar nicht mehr hier im Studio sein kann und aufnehme irgendeine Sendung, weil die Strukturen, die binden sich langsam. Wir haben Lil Rockstar, der ist jetzt wieder nicht da. Der macht hier irgendwie hin und her und der sagt irgendwie, der besorgt dieses neue Kamerateil, was ich brauche. Aber ich weiß auch nicht, wie der das wieder herholen soll. Auf jeden Fall ist er jetzt wieder verschwunden und wir müssen hier alleine aufnehmen. Aber Lil Rockstar wird sich um die Jungs kümmern, die nicht Swagger sind. Ich darf das nicht so laut sagen, weil der hasst das Wort Swagger. Naja, ich muss gleich mal gucken, wo der ist irgendwie. Ich weiß selber ehrlich gesagt gar nicht, was ein Swagger ist, aber ihr seht, ich bin aus einer anderen Generation, deshalb haben wir uns andere Generationsmoderatoren genommen. Ja, nicht so alte Leute wie Mola oder andere, so, das sind ja Urgesteine, so, sondern junge Moderatoren, die heute treffen, was heute die Leute zu treffen wollen, wie auch immer, ne? Die besser reden können, wie ich zum Beispiel oder sowas. Ich kann dann auch organisieren im Hintergrund. Wir haben solche Leute am Start. Wir haben den Raphael, habe ich auch schon eingeladen. Ja, das habe ich heute noch mitgekriegt. Dann haben wir noch ja, den Marco über Marketing zu reden. Und so langsam wird sich eine Struktur entwickeln. Und Moderatorin hatte ich zwei sehr gute Bekanntschaften gemacht. Und da werdet ihr auch bald mich ersetzt sehen. Wenn ihr mich nicht mehr seht, sozusagen, habe ich mein Ziel erreicht. Ich sitze hinten im Büro, habe einen Knopf im Ohr und sage, so, mach so, mach so. Mal gucken, wie das alles aussieht. Für heute war es das eigentlich, weil man soll nicht mehr als 5 Minuten quatschen und es interessiert eh noch keinen. Wir machen das eigentlich noch mehr zum Spaß und um die Technik zu testen und um zu sehen, wie ihr reagiert. Wir wollen natürlich alle eure Anrufe, wir wollen jede E-Mail von euch, wir wollen jeden kleinsten fetzen Kommentar, wir wollen auch die Scheiße, die ihr erzählt irgendwie, so wenn ihr uns hasst und so, warum ihr uns hasst und so. Vielleicht ist ja was Wahres dran, man muss ja immer drüber nachdenken, warum man scheiße ist. Und dann können wir das machen. Ich gehe jetzt noch raus und bei Was geht ab? Das war jetzt so die Sendung und ja. Was geht ab? So, ja, kann ich ja jetzt nicht hier so umziehen. Spiel mal was ein. So, Bruder, was soll ich machen? Ja, ist doch alles cool, Bruder. Alles gut bei dir? Ja, ey, Bruder, ich hab den gefunden, der lag hier einfach so zufällig. Ja. Mann, das Schlüssel lass mal drin in der Hut. Ja, Bruder. Aber das ist nicht die Hut, verstehst du? Ich bin aus Korea herausgekommen, aber ich hab ein Problem. Ich war gerade in meiner Sendung. Ja. Gangster-Fab, das sind ja Swagger. So. Was ist Swagger? Ja, frag mich sowas nicht. Ja, Swagger sind einfach kleine Kinder, die komplett abgeturnt in dieser Welt sind. Sie laufen rum und denken sich, die kopieren den Style von jedem Zweiten. Zum Beispiel, wenn ich jetzt rumlaufe, ein Swagger wäre der mein Style komplett kopiert. Und seine Freundin ebenfalls. Die laufen ja rum wie ich. Und wenn ich sie auf der Straße sehe, fühle ich mich verarscht. Ja, aber ich kenne die nicht. Weißt du, wenn manche das sehen, die wissen, ich weiß nicht, was Swagger ist. Ne? Wie kann ich die erkennen? Ja. Aber Nicki Minaj ist auch Swagger. Nein, man, Nicki Minaj, ich weiß nicht so. Ich kenne die nicht persönlich. Ein Swagger ist der, der nicht sein eigenes Bild im Kopf hat. Der, also kopiert, Clown-Neger oder was? Der kopiert von anderen und versucht irgendwie cool zu sein mit seinen bunten Farben und dies, das. Nicki Minaj, es könnte auch sein, dass sie jetzt irgendwie so, das ist ihr eigener Stil. Das ist doch eine Sache, wenn jemand jetzt pinke Jordans trägt und dazu cool aussieht so. Du nennst ihn einen coolen Bruder so, ganz einfach. Aber wenn jetzt jemand, keine Ahnung, dauernd pinke Schuhe trägt und dazu noch dies, das, dann ist das ein Swagger. Das ist nicht, Bruder, das ist nicht so, dass du einmal so auffällig sein willst. Die wollen jeden Tag das sein, jeden Tag auffällig. Aber ich wollte so, was geht ab? Ich habe gemerkt, ich bin eine andere Generation. Ne? Du weißt, du bist... Bruder, diese Generation ist einfach... Ich raffe überhaupt nichts, okay. Aber was ist Gangster? Warum ist die ganze Scheiße immer Gangster, Gangster? Wer ist denn jetzt Gangster? Bist du Gangster oder sind die Gangster? Bruder, ein Gangster, diese Generation weiß gar nicht, was ein Gangster ist. Ein Gangster ist nicht irgendjemand, der dumm ist, der eine Waffe hat und in jeden zweiten Kiosk reinläuft. Nein, ein Gangster ist jemand, der logisch denken kann,
der clever ist, sein eigenes Leben lebt. Ich habe Freunde, ich nenne jetzt keinen Namen, die sind schon mit 14 Jahren nach Remscheid, Bruder. Einfach rein, raus, rein, raus, rein, raus. Kennst viermal rein. Ja. Ich kenne solche Leute. Kennst du Momo, kennst du auch, ne? Momo, ne, ich kenne ihn nicht persönlich, aber ich kenne seine Cousine, ja. Ist auch so dein Alter. Ist, glaube ich, ein bisschen älter jetzt. Ja, Momo Mann, ist 18, 19, habe ich gehört. Ja, ich kenne seine Cousine so vom Chillen ein bisschen so. In Köln kommt man ein bisschen rum. Weit und breit, keine Gegner in Sicht und es ändert sich nichts. Deine Gang wird zerfickt, Momo, sag mir, wo geht es hin? Abwarten, Bruder, nach oben bestimmt. Und was kann man von dir hören? Von mir? Was geht ab so? Wir müssen auf jeden Fall mal ein Video. Oder wir machen auf jeden Fall mal ein Video. Die Sache ist, ich bin so ein bisschen Rapper, so Freestyles, Masis, so. Du kennst diese Freestyles, du hast diese Phase in unserem Alter, so, wo du einfach nicht drauf klarkommst. Aber was meinst du denn? Wo soll ich denn jetzt hinkommen? Weil ich hab keinen Plan. Guck mal, du bist viel jünger wie ich, du weißt, was abgeht am Wochenende, du bist immer unterwegs. Wo sollen wir mal hingehen, so? Wochenende und so. Oder, ich sag dir ganz ehrlich, komm, Bruder, wir machen so, such dir aus, Bruder. Ruf mich an, ja. Ich geh dran, wir reden ein bisschen, du sagst mir voraus, wo soll ich hinkommen? Ich sag dir, such dir aus. Mhm. Wir gehen in den Club. Wir gehen irgendwo in eine Rondell, in einen Ort, wo wir chillen können, wo du ein paar Jungs siehst von uns so. Dann siehst du, wie es auf der Straße abgeht. Nicht so diese Gerede so und dann chillen wir am Dom. Nein, mein Bruder, in unserer Hood. Dort, wo wir immer chillen, wo die Leute sind, die Underground bleiben. So, ne? Wir gehen einen Besuch nehmen. Ja, Mann, ruf mich an, Bruder. Klopft mir ein Haus. Siehst du, wie der aus Zwift der Stock rausschaut. So, ey, Bruder, was ist los? Ich dachte, die Bullen sind da. Kennst du doch. Okay, cool, machen wir. Das machen wir. Ja, okay, auf jeden Fall. Bruder. Wir sehen uns, ne? Und dann hoffen wir, in meinem Auto rumzusitzen. Ey, Bruder, ich hab diese Schlüssel gefunden. Ja, ich dachte so, ich muss dich doch retten, Bruder. Stell dir vor, irgendein anderer hat den gefunden, so, Bruder. Wir sind schwarz, wir müssen zusammenhalten. Ey, yo, Bruder. Little Rockstar am Start, ihr wisst Bescheid, das ganze Land wird genutzt. Salopa, was geht auf Facebook? Hinterlasst mir Kommentare, Likes, dies, das. Ihr wisst Bescheid, Bruder. Hey, was ist denn los? Labert über mich? Ja. Was geht ab? Was geht ab?